Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest, der dritten Überlänge-Folge, die wir machen werden. Weil wir dieses verdammte Bauprojekt da oben fertig haben wollen. Und ich habe so das Gefühl, so langsam wie es vorankommt, dass es vielleicht sogar noch zu einer vierten Überlänge-Folge wird. Das soll aber auch keine Gewohnheit werden. Ich wollte jetzt nur den Stuff da oben fertig haben. So, dann eben auch noch schnell hier was trinken. Ah, geil, es regnet auch wieder. Und ich weiß auch langsam nicht mehr, wie viele Überlänge-Folgen das jetzt sein werden da oben. Vor allem in der letzten Folge sind wir ja schon eigentlich mit den Blaupausen da oben fertig geworden und haben nur noch um das Beschaffen von Holz und Stickies uns gekümmert. Und es ist immer noch so viel. Und da frage ich mich auch schon langsam, wie viele Folgen will ich noch davon machen? Ah. Vor allem, ich sitze hier jetzt schon, glaube ich, seit, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, schon seit 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr, daran, das hier zu machen. Und wir haben es jetzt schon eigentlich 23 Uhr gleich. So ungefähr 40. Viertelstunde, dann ist es 23 Uhr. Und ich sitze noch daran. Boah. Und es wird einfach nicht fertig. Okay, zwischendurch vielleicht so ein kleines Päuschen gemacht. Toilettenpause, no neue Dose Energy geholt. Und ich sitze immer noch daran. Ja. Und dann mit dem Husten wird auch nicht besser. Umso mehr ich rede. Eigentlich müsste ich hier jetzt ein paar Tage meine Stimme schonen oder so. Keine Ahnung. Aber nee, ich sitze hier am PC und nehme für euch The Forest auf. Schon die dritte Überlänge-Folge. Ne, wir wollten noch nicht zu Säge wechseln. Na komm, wir nehmen mal die Gruppe da hinten. Ja. Schon wieder leer. Wir müssen mal ein bisschen Treibstoff wieder suchen gehen. So, dann wechseln wir wieder hier drauf. Okay. Nichts ist in den Himmel gefallen. Hoffentlich. Nichts ist verloren gegangen, hoffentlich. Ich hoffe, wir finden gleich nochmal einen Hirsch oder ein Reh. Also ein Bambi, meine ich.
Ja, es muss auch von der Zeit schon langsam so sein, dass Bambis wieder kommen. Ne, das ist nur ein Schildkrötenfahrzeug. Ich dachte schon, das ist eine Schildkröte bis hierhin gerobbt. Finde ich aber von den Schildkröten auch richtig krass, wenn die bis tief in den Wald reinrobben würden. Oh, haben wir noch einen Baumstamm? Ging hier keine mehr rum? Hatten wir doch so wenige abgeholzt jetzt. Noch irgendwo noch welche liegen, ja. Gut, dann machen wir die Gruppe hier auch noch fertig. Den. Den hier auch noch. Und geht. Einen können wir noch. Haben wir wieder Besuch da hinten? Und die kommen jetzt nicht zu mir. Kommen die jetzt zu mir oder? Die Gruppen werden auch immer größer von denen, kann das sein? Ich sehe da jetzt 2, 4, 6 Leute, habe ich da gesehen gerade. Am Stein vorbei will ich. Ja, geht in den Wald rein, nicht zu mir. Eurer Sekte will ich mich nicht anschließen. Habe ich gerade ein Papi gehört? Ein Bambi da. So, die beiden können wir noch so mitnehmen, aber da nicht mehr drauf packen. Schön es wäre, wenn wir jetzt einen Bambi finden würden.
Oh. Die haben da neue... neue Totems aufgestellt. Die haben hier Totems aufgestellt. Und den da kenne ich noch gar nicht, den großen hier. Das fand ich jetzt krass. Da sind sie wieder. Das waren jetzt aber komplett neue Totems. Das habe ich jetzt das erste Mal miterlebt, dass die die Totems aufstellen. Das sind auch wieder welche. Gefällt mir gerade gar nicht, dass hier auf einmal alle so viele hier sind. Ich glaube, die planen sogar was schon mittlerweile. Das sind nur noch drei Bäume. Das mit den Ureinwohnern, das gefällt mir gerade gar nicht. Vor allem, die haben hier vorne Totems aufgebaut, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Beziehungsweise ein paar kenne ich schon. Und lungern auf einmal mit so richtig großen Truppen hier rum. Ich glaube, da kommt was auf mich zu demnächst. Ich glaube, dann wechsle ich mal lieber auf die Axt. Für den Fall, dass ich attackiert werden sollte. Den muss ich so mitnehmen. Wie kommt es, dass hier jetzt keine Bambis mehr sind? So, dann zwei Baumstämme haben wir noch hier. Jetzt erstmal wieder auf Sticky Jagd. Wohl 10 Stickies haben wir.
Aber egal, wir holen uns die Stickies, die wir brauchen, um das einmal voll zu machen. Ich habe irgendwo ein Bambi gehört. So, ein Stick noch. Und wieder zurück. Wo sind die Bambis hin? Ich bin schon verdächtig, dass keine Bambis mehr da sind. Erst verschwinden die Bambis, dann kommen die Ureinwohner und bauen da komplett neue Totems. Sind auch hier in größeren Gruppen unterwegs als sonst. Warte mal, wir sind schon eigentlich, wenn ich hier mal auf die Statistiken gucke, schon bei Tag 154. Gesundheitszustand. Momentaner Zustand hungrig. Geistige Gesundheit 100% immerhin. Oh. Die steigen auch extrem, finde ich. Ja. Ein Stick brauchen wir noch. Da. Können wir jetzt gehen. Ohne einen Bambi gefangen zu haben. Was ich jetzt aber irgendwie auch scheiße finde. Sind die ganzen Bambis hin, wirklich? Oder liegt es daran, dass ich hier auch der ganze Wald hier schon weggerodet habe, fast? Kann es daran liegen? Oder dauert es erstmal wieder ein paar Tage, bis sich die Population von Bambis hier wieder regeneriert hat. Mal schauen, wie viele Seile wir eigentlich jetzt haben. Oder Stoffe. 18. Aus 18 Stoff kann man nicht viel lassen. Dann würde ich lieber abwarten, bis wir ein bisschen mehr gesammelt haben. Wenn wir daraus vielleicht Seile craften. Oder wir machen uns gleich nochmal auf den Weg, sobald es Tag ist. Und suchen nochmal eine Siedlung und sammeln da die Stoffe ein. Aber ich mache mir wirklich schon langsam Sorgen, was hier jetzt in den Ureinwohnern, was die hier alles schon bauen und so.
Vielleicht das, was ich vor ein paar Folgen schon irgendwie angesprochen habe mit diesem einen Riesenmonster da, was noch nie vorkam, das sich auch im Kreis drehen kann. Vielleicht kommt das jetzt auf mich zu, weil wir schon 150 Tage da sind. Wir sind schon 150 Tage hier auf der Insel. In-game, das wären schon. So, warte mal. Das wären schon 5 Monate, fast ein halbes Jahr, sind wir hier auf der Insel in dem Sinne. Ein halbes Jahr schon fast auf der Insel. Aber wir haben fast ein halbes Jahr nicht nach unserem Sohn geguckt. Nicht nach Timmy. Ja, ist. Ich weiß, ich bin guter Vater. Hier essen. Dann können wir unten trinken. Knochen haben wir? Haben wir nicht. Können wir nichts reinpacken. Boah, wie es Timmy wohl geht. Wie er denkt so, wie er wahrscheinlich anfangs so enthusiastisch gesagt hatte zu seinen Entführern, so, mein Vater wird mich finden. Und dann, halbes Jahr später, bin ich ja immer noch nicht da. Der Timmy tut mir mittlerweile wirklich leid. Dass ich hier auch schon 150 Tage einfach meinen Arsch nicht in Bewegung gekriegt habe, um ihn zu retten. Dann lieber hier stattdessen so eine Burg baue. Ab nach oben. Boah, wenn das gleich fertig ist, freue ich mich schon drauf. 20 Baumstämme braucht er noch da. Nice. So. Ja, Mann. So macht man das. So, 10 noch. Ist das da fertig? Müssen wir da hinten noch den Zaun da fertig machen. Müssen äußeren. So, hier. Ah, geil, hier ist wieder was nachgewachsen. Hier noch mal drei hinpflanzen. Den machen wir voll auf jeden Fall damit.
So, Stickies. So. Nee, der ist voll. Wir können hoch. Geil, der ist gleich fertig. Ja. Dann bin ich gespannt, wie der jetzt gleich aussieht. Den muss ich. Finde ich schon geil. Vor allem, weil es da in der Mitte ein bisschen höher geht, ein bisschen weiter und da ein bisschen enger. Das hat so einen Akzent irgendwie. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Mach mir den da jetzt. Der Wind. Okay, da ist nicht ganz gerade, aber ist nicht so schlimm, finde ich. Ach, die Stickies muss ich noch verteilen da hinten. Wachsen die auch irgendwann nach hier hinten? Wenn nicht, das ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir da halt so ein paar Büsche, ein bisschen so grün. Finde ich an sich auch geil. Die ein bisschen was an Natur da ist. War künstlich dahin verfrachtet, aber trotzdem. Dann hier. Und hier noch einer. Dann regnet es jetzt auch wieder. Geil. Nein. Ich glaube, das zweite Dach kriegen wir auch noch jetzt gleich fertig. Hier. Mit der Ladung.
Ah, ist schon gleich fertig, geil. Hier fehlt noch. Also 9 Stück. Ich glaube, wir haben sogar 9 unten. Hier müssen wir wieder Federn haben. Wie viele Federn haben wir insgesamt jetzt? Wo sind sie denn? Da. 114 Federn. Warum hat Sammler, bräuchten wir eigentlich auch mal. Dazu bräuchten wir eigentlich einen Baum, wo wir das hinhängen. Ja. Und letzte beiden. Dann hoffe ich, ist das schon mal fertig. Oder? Ne, einen brauchen wir noch. Okay. Wir haben aber unten zum Glück noch 7. Das heißt, können wir uns holen. Ja, komm. So. Wir den fertig haben. Und zwar genau jetzt. Packen wir den schon mal dahin. Dann schauen wir uns das mal an, wie das jetzt hier aussieht. Sieht schon nice aus. Sieht schon richtig, richtig nice aus, wirklich. Wenn das jetzt alles komplett fertig haben. Fuchsi brauchen wir hier. Für die Decke, ey. Ja, das wird noch ein Spaß. So. Ich bin nur noch 52 für den. Ah, für den haben wir keine Tür hier gemacht. Aber dafür hier. Hier dann so da reinkommen. Okay. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber dann ist es halt so. Na schon, geil. So, wenn man hier auch drin ist, dann sieht man das, die Hütte hier so, kann man hier so ein bisschen durchlaufen. Oben kann man noch rumlaufen. Einzige, was fehlt, ist hier so eine Steinummantelung. Dachten, da wäre so eine Blaupause.
Dann hier so eine, keine Ahnung, kann man sagen, hier könnte man noch mal so eine Wohnhütte machen aus oder so. Nur, das hier war das hier sehr, sehr schlau von mir, dass ich es falsch herum gemacht habe. Naja, egal. Oder daraus kann man so eine Art Gefängnis machen, nur halt ohne Insassen. Beziehungsweise habe keine Ahnung, wie ich da Gefangene reinpacken soll. Ja, da kann man hier sogar noch mal ein bisschen drunter laufen. Ist zwar wieder auf dem Hof. Aber ja, und dann kann man hier noch mal rein. Hier kann man noch mal abschließen. Dann hier die beschissene Tür. Keine Ahnung, wie das geschehen konnte, aber ist nun mal so. Das hier auch alles irgendwie ein bisschen gestalten. Hier auch zum Beispiel. Ah, hier, das sieht mega schön aus, finde ich, so mit diesem Grün. Wenn man hier rausguckt. Dann wird da hinten der Wald auch irgendwann wieder schön sein. Das sieht auch wunderschön aus. Nach Natur pur, die Container da. Das sind Baumcontainer, die sind aus Bäumen entstanden und so. Die kann man auch einfach mal so pflücken vom Baum, vom Busch. Das hier gefällt mir nur nicht. Aber egal. Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. So, jetzt heißt es erstmal wieder was zu essen. Hier muss ich auch noch ein bisschen gestalten. Das hier wird auch noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Deko kommen. So ähnlich wie hier schon aufgebaut. Hier ist ja auch schon im Grunde alles voll. Hier wird, glaube ich, nichts mehr kommen, außer vielleicht irgendwas so in der Mitte. So noch ein paar Ständer, aber hier will ich auf jeden Fall an den Wänden noch ein paar Regale hinstellen. Hier will ich auch schauen, dass hier vielleicht noch ein paar Schränke, vielleicht noch ein Tisch oder so kommt. Ja, pennen können wir noch nicht. Schade. Schauen, was ich jetzt mache. Denn jetzt ans Festland zu gehen, wäre ein bisschen jetzt kontraproduktiv, weil wenn wir jetzt dahin gehen, dann ist es schon wieder dunkel und dann könnten wir eigentlich pennen, wenn die Bäume nachwachsen. Mal schauen, kann ich daraus noch irgendwas craften? Nö, hier haben wir alles schon fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich mache nochmal ein kleines Päuschen, lass aber hier ein bisschen noch weiterlaufen, damit es wieder schnell dunkel wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder in ein, zwei Minuten, ja? So, da bin ich wieder. Ist aber auch ein paar Minuten länger gedauert und ist es schon dunkel. Deswegen gehen wir jetzt mal pennen. Ganz schnell. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gleich auch schon wieder Tag wird. Ich hoffe nicht. Ah, geil. Können wir jetzt eben ganz schnell was essen und trinken. Und hier haben wir wieder leer. Das heißt, das hier müssen wir jetzt aufbrauchen. Dann können wir drüben wieder Holz farmen. Obwohl ist es jetzt früher morgen. Die Sonne geht gerade auf. Hey. Wir haben überlegen, das Ding vielleicht oben aufzustellen. Aber oben würde mehr Sinn machen.
Vor allem auch 514 Baumstämme und 507 Stickies noch. Ey, das. Ich werde hier wahnsinnig noch, was das angeht. Aber ich sag mal so, spätestens wenn ganze Benzin auch verbraucht ist, ganze Treibstoff verbraucht ist, gehen wir so oder so in die nächste Siedlung oder nächste Höhle und versuchen unsere Vorräte mal aufzufüllen. Weil mit Kettensäge geht's alles deutlich schneller, zumindest von der Hand. Zwei Baumstämme haben wir da ja noch. Und ich hoffe, es kommen jetzt endlich mal wieder ein paar Bambis. So, wir parken einmal so. Ja. So ist gut geparkt, finde ich. Boah, geil, die Dächer kann man jetzt schon sehen. Nice. So, Kettensäge. Und der hier noch. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Also, ist schon fertig. Boah, der Wald tut mir eigentlich hier echt leid. Aber wenn ich ehrlich wäre, würde ich auf so einer Insel mit so Mutanten und so weiter hier auch feststecken. Da hätte ich auch gar keine Rücksicht mit der Natur. Dann würde ich alles dafür tun, so, damit ich gegen die Mutanten da ankomme. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, ob es bei euch genauso wäre. Aber da geht das eigene Überleben dann eher vor. So, aber ansonsten wären die Umstände anders, so, wenn da keine Mutanten wären oder so, dann würde ich eher mehr Rücksicht nehmen. Aber in exakt so dieser selben Situation mit Mutanten, mit Kannibalen und so weiter, da würde ich keine Rücksicht nehmen. Das war jetzt eine krasse Aussage. Ich sehe schon auch die Kommentare wahrscheinlich auf mich zukommen, so, wie kannst du nur so denken und so weiter. Aber ja, bei diesen Umständen hier mit den Mutanten, Kannibalen und sowas, dann wäre mir das echt egal. Jesus. Und ich glaube, in so einer Situation, dann geht's, dreht sich eh alles nur noch ums nackte Überleben.
Aber ich denke nicht, dass ich im echten Leben jemals in so eine Höhle auch noch leicht reingegangen wäre. Niemals. Never ever wäre ich dann in eine dieser Höhlen gegangen, so, wenn da, wenn ich wüsste, dass da Mutanten und Kannibalen und so weiter rumlaufen. Niemals. Ah, der Wind. Oh, einer der Baumstämme ist bis hier hinten gerollt. Ne, zwei sogar. Sollen aber hier bleiben. Gehört? Ich hoffe immer, dass ich irgendwie ein Bambi sehe oder sowas. Nein, ich höre schon. Ach nee. Ausgerechnet das wieder. Das war jetzt kein Bambi, aber. Hallo. Okay, das ging diesmal schnell mit dem. Hallo. Knochen? Ja. Nein? Okay. Wenigstens ein paar Knochen bekommen. Naja, dem Viech auf jeden Fall erstmal gar keine Chance gegeben, irgendwie Schaden zu geben. Ja, komm. So. Ja, ich finde schade, dass jetzt keine Bambis mehr da sind. Wirklich, habe ich die ausgelöscht? Es kommen keine mehr. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
Hier ist voll. Liegt hier noch irgendwo einer? Hier liegt keiner mehr. Hier auch. Gut, dann bringen wir den so wieder darüber. Ich glaube, der Wald kommt auch mit dem Nachwachsen nicht hinterher. Das heißt, wir müssen so oder so demnächst ein bisschen mal auf Reisen gehen und da auch auf der Reise irgendwo mal pennen. Und der Wald hier auch mal hinterherkommt mit dem Nachwachsen. Ja, komm. So. Weißt du, was ich jetzt vorhabe? Ich baue mir hier eine Bank hin. Hier, eine Holzbank. Die machen wir dann hier hin. So. Da haben wir ja noch zwei Holz. Dann können wir uns hier hinsetzen. Ausruhen oder auch von der anderen Seite, dass wir uns hier hinsetzen und dann unsere Hütte da hinten begutachten können. Sieht aber auch krass aus, muss ich ehrlich sagen. Da zu viele Bausymbole da, aber ist nice. So, wir sind fertig ausgeruht. Dann heißt es jetzt auf Sticky Jagd. Und in der Hoffnung, vielleicht das ein oder andere Bambi zu finden. Vielleicht gibt es sie noch irgendwo auf der Insel, nur nicht mehr hier bei mir. Weil ich zu viele bei mir schon gejagt habe. Wenn ihr jetzt doch noch einen irgendwo seht, dann bitte schreit auf euer Bildschirm, damit ich es mitbekomme, damit ich es sehe. Ich finde das echt schade jetzt gerade mit den Bambis. Vielleicht muss ich da mal rein, bisschen mehr, statt da. Vielleicht finde ich dort welche. Der ist interessant. Das hat mich jetzt aber echt erschrocken, der Blitz. Der Gewitter. Okay, wir sind voll. Keine Bambis.
Dafür wieder Knochen da hinten. Oh, geil. Wurde einfach mitgebeamt. Ja, wir sind hier aber auch schon mittlerweile kurz vorm Ende vom Aufbau. Ich würde sagen, ein halbes Stündchen machen wir noch. Und dann beende ich die Aufnahmesession für heute. Und werde morgen statt Bioshock nochmal hier aufnehmen, weil ich will das da fertig haben. Damit wir uns auch endlich mal der Story wieder widmen können. Wollen wir richtig einparken? Dann machen wir so. So. Oh, der Wind. Der dröhnt auch übelst in die Ohren. Und hoch. Ah, warte, die Stickies wollen wir da hinten noch. Gibt hier wieder Blaubeeren? Ne, Heidelbeeren, Entschuldigung. Wir wollen ja die Zäune hier am Rande erst zuerst fertig haben. Hier. Und dann gehen wir gleich nochmal pennen, wenn ich
die Baumstämme hier erstmal verteilt habe. So. Dann können wir am nächsten Morgen den Rest aufbauen und nochmal rüber gehen. Dann gehen wir eher mal auf Bambi-Jagd. Und vielleicht noch ein paar Stickies eher. Auch noch. Wir Bambis und Stickies sammeln. Ausdauer ist auch wieder mal. So, das sind die letzten beiden. Ja, dann gehen wir jetzt mal pennen. Sagen, vielleicht speichern wir auch vorher noch mal kurz. Machen wir hier. So, und dann. Ah, können wir noch. Okay. Oh, wir müssen noch essen. Nicht gerade. Essen wir eben noch schnell. Und ziehen uns mal warm an. Müssen wir jetzt auch pennen können. Jeden Moment. Ich warte nur noch drauf. Ja, warte, da war es schon. Ah, nice. Aber auch wieder Hunger, ey. So, wir haben gleich kein Fleisch mehr. Ich glaube, Schildkröten sind da auch jetzt ein paar Tage nicht gekommen. Ja, komm. Nein. So. Dann eben noch die Stickies da hinten verteilen. Ja, komm. Ah,
1, 7, 23, 29. Also 30 Stickies brauchen wir noch für den Rand. Hier müssen wir wieder Federn haben. 11 Federn insgesamt. Wieder. Nice. Jetzt ist nur die Frage, womit werden wir zuerst fertig? Mit den Stickies oder mit den... Da hat was. Und noch einen kleinen Mini-Dach dort. Hat was. Warte mal, kommen wir von hier so da dran? Ja, kommen wir. Nice. Können wir es auch so machen? So. Hier noch die 21 hochbringen. Dann gehen wir gleich definitiv mal ein bisschen hier Bambis jagen, suchen. Weil ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wo die sind. Und ich glaube auch die Schildkröten ewig nicht mehr gesehen zu haben. Oder es kann auch sein, weil die Einwohner haben da jetzt so einen Posten gemacht, Totem gemacht. So ein paar neue. Die Tiere sind auf einmal verschwunden. Und dann kam jetzt dieses Würstchenmonster, der Dildo Daniel, oder wie er jetzt nochmal hieß, nochmal vorbei. Ist das vielleicht irgendwie eine Vorwarnung war, dass der vorbeikommt? Wenn die Tiere jetzt da auf einmal wieder da sind, dann glaube ich schon, dass das irgendwie so eine Art Vorwarnung ist. Wenn die Tiere verschwinden und die Ureinwohner dann auf einmal so komisch werden. Dass das heißt, dass so ein Boss kommt. Könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass das dann heißt. Ich hoffe, wir werden jetzt damit fertig. Ja, noch nicht ganz. Aber wir haben unten noch 7. Ich habe jetzt aus Versehen
wieder gemutet und entmutet und so irgendwie, also mit einem Husten gemutet. Dann bei wollte ich mich entmuten und habe mich dann nochmal gemutet. Oh, sehr, sehr schlau. So. Und letzter. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ich weiß jetzt nicht, was los ist bei The Forest, warum auf einmal so viel Regenzeit in letzter Zeit ist. Ich finde, die letzte Zeit hier, zumindest die letzten paar Folgen, das Wetter und das Spiel haben ein bisschen komisch gespielt. War schon alles irgendwie ein bisschen komisch in letzter Zeit. So, ich hoffe, das reicht, was ich dann noch habe. Den letzten. Ich hoffe, damit mache ich den jetzt fertig. Nein. Wie viel fehlten da noch? Und das wäre jetzt so schön gewesen, hätte ich den jetzt fertig gemacht. 3 Stück. 3 Stück, dann wäre der fertig geworden. Ah. Egal. Wir gehen jetzt mal rüber. Und schauen, ob wir da vielleicht noch einen Hirsch finden. Den wollte ich jetzt nach oben packen. Schauen, dass ich den irgendwo oben ansetzen kann. So. Ausrüsten. Irgendwo. Nee, irgendwie nicht. Okay, warum? Warum kann ich den nirgendwo hin tun? Oh, ich kann jetzt 4 Stück. Ah, machen wir den mal mit den hier. Aber das finde ich jetzt doof, dass ich den nirgendwo dran machen kann, hier oben. Egal, wir machen den dann wieder hier. Und dann gehen wir rüber. Wir haben wieder die Winterkleidung an. Ich habe das Gefühl, wir stecken irgendwo fest. Hä? Irgendwie doch nicht. Ich hoffe, Bambi ist jetzt wieder da. Nachdem das Monster da war. So. Genau. Wer wechseln?
Dann suchen wir mal ein paar Bambis. Ja, da sind wieder die Ureinwohner, unsere Nachbarn. Nee, nicht Stein, ich dachte, da wäre irgendwie Schlamm, womit wir uns bedecken könnten. Hasen habe ich eigentlich auch schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Oder Lurche. Auch wieder ein Weilchen her gewesen. Nee, da ist einer. Und dann haben wir jetzt wieder einen. Das heißt, Bambis müssten wieder da sein. Wenn die Lurche auch wieder hier sind. Boah, ich hoffe, Bambi ist wieder da. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal ein paar Tage abwarten, so einfach pennen gehen, ohne Bäume zu fällen, damit hier das alles mal wieder nachwächst. Weil wir haben hier echt schon viel abgeholzt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Tiere nicht mehr herkommen oder seltener herkommen. Bei Sticky sammeln geht immer. Echt jetzt? Wo sind die Bambis? Alle ausgerottet. Ringelblumen können wir nicht mehr tragen. So, Stickies sind voll. Aber ich möchte jetzt ein Bambi finden. Ein Bambi sehen. Echt jetzt, wo ist ein Bambi hin? Da haben wir wieder einen Hasen. Hier sind wieder sehr viele Totems. Hase. Kein Bambi. Noch ein dicker Totem da hinten. Ah, hier ist noch eine Höhle, in der wir schon waren.
Von den normalen Mutanten haben wir auch ewig nichts mehr. Kein Thrombosen Jonas, kein Muschi Klaus, kein Galoppel Heinz. Der einzige waren die Mutanten, also hier, ich meine die Kannibalen. Und halt die, dieses Würstchen, der Dildo Daniel. Wir haben noch mehr Koffer gefunden. Nee, das wollen wir nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall. Auch noch eine Uhr. Können wir aber nicht mitnehmen. Was? Ich habe da hinten was gehört. Etwas, das sich nach Reh angehört hat. Nach Bambi. Ja, aber wir sind jetzt wieder an dem Wasserfall, ey. Was hat sich angehört, als wäre es hier? Ganz leise am linken Ohr habe ich das gehört. Ich will doch nur ein Rehfell. Hallo. Ja, hier ist wieder so ein dicker Baum. Ich finde das jetzt gerade echt krass. Keine Mutanten. Keine Bambis mehr. Eichhörnchen, die hören wir. Das. Also das ist nur Stein hier. Wie? Ich nehme alles zurück. Wir haben die noch nicht ausgelöscht. Nice, Bambi ist tot. Das reicht mir vollkommen aus. Ein Bambi reicht mir aus. Ab nach Hause. Dass wir einen Bambi wieder gesehen haben, hat mir vollkommen ausgereicht, um zu glauben, dass wir die noch nicht alle ausgelöscht haben. Ah, an dem mussten wir vorbei. Okay. Natürlich Ausdauer wieder für den Arsch. Und jetzt kommen dann alle drei Mutanten auf einmal bei mir hier an.
Dann wäre es noch. Na, aber echt, in dieser Aufnahmesession haben wir kein Thrombosen-Jonas, kein Galoppelheiz, kein Muschiklaus gesehen oder gehört. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich finde das geil, wie man auch sieht, wie es von innen auch ein bisschen leuchtet. Und das wird erstmal reichen. Und dann platzieren wir mal eben oben irgendwo die Stickies hin. Nice. Außenrum haben wir alles fertig. Können wir den wahrscheinlich hier noch mit drauf schmeißen. Und den Refill unten hin tun. Auch noch ein. Und hier das Fleisch wieder auf. Zum Beispiel. Nee, nicht den, sondern das. Hier den und den essen wir jetzt mal eben. Können wir den vielleicht doch hier hin. Und dann gehen wir ins Bett. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich beende die Aufnahmesession mal für heute. Und in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir das da oben vielleicht fertig kriegen. Wird wohl doch ein paar Folgen mehr sein, die etwas länger dauern als üblich. Und dann sehen wir uns da wieder. Ich bin's, euer Max Leos und ciao.